Mein Name ist Franziska Schmidt, ich bin Studentin im 10. Semester an der Medizinischen Universität in Innsbruck. Ich bin Teil eines sechsköpfigen Teams, das jedes Jahr das Teddybär-Krankenhaus organisiert. Unser Projekt nimmt dieses Jahr an der Aktion vom Bundesministerium für Gesundheit Keine Masern sind kein Kinderspiel teil. Und im Rahmen dessen hat sich der Herr Professor Gedecke bereit erklärt, mit uns ein Interview zu führen. Der Herr Professor Gedecke ist Leiter des Departments für Kinder- und Jugendheilkunde an der Medizinischen Universität in Innsbruck. Herr Professor, können Sie uns den Krankheitsverlauf von Masern erklären und die typischen Symptome? Ja, das ist eine Krankheit, die wirklich das Kind im Ganzen erwischt, also richtig krank macht. Sehr ansteckend, schon vor Ausbruch der Krankheit auch ansteckend ist. Das Ganze beginnt uncharakteristisch mit Husten, Schnupfen und Bindehautentzündung, lichtscheu und einem typischen Ausschlag im Mund, den sogenannten koplikischen Flecken, am dritten, vierten Krankheitstag. Die Engländer haben dafür eine ganz eingängige Konstellation erfunden. Sie sprechen von den 4Ks. Sagen Kaff, Husten, Coryza, Schnupfen, Konjunktivitis, die Bindehautentzündung und dann die Kopliks, koplikische Flecken. Diese 4Ks muss sich jeder Student merken. Also von da kann man das gut voraussagen. Dazu gehört natürlich das Fieber. Und zwar ist das hoch, 39, 40 und rauf und runter geht das. Und dann kommt der Fieberabfall meistens so um den vierten Tag herum. Jeder freut sich, dass die Krankheit vorbei ist, aber im 0, nichts steigt das Fieber dann wieder an und mit diesem zweiten Fieberanstieg kommt es dann zum Ausbruch des typischen Exanthems, also des Hautausschlages. Feinfleckig zuerst am Stamm und dann über den Kopf und die Extremitäten sich ausbreitend, also ergreift die ganze Haut und das hält dann auch das Fieber an. Das dauert noch mal etwa eine Woche, bis das Kind dann endgültig entfiebert und das Stadium der Erholung erreicht ist. Ja, das ist so der natürliche Verlauf in etwa. Wie werden denn Masern übertragen? Ja, das ist eine Tröpfcheninfektion. Das heißt, außerhalb des menschlichen Körpers ist das Virus eigentlich ein ziemlicher Schwächling, geht schnell kaputt. Aber in den Tröpfchen wird es übertragen, wenn wir uns jetzt also so gegenüber sitzen und ich hätte Masern, dann würde ich sie anstecken. Das heißt, die Viren gehen über die Schleimhäute, Bindehaut, Nasenschleimhaut, Mundschleimhaut sofort in den Körper des ungeschützten Organismus dringen sie ein und dann vermehren sie sich da vor allen Dingen. Wenn man Abwehrkräfte hat, dann wehrt man diese Attacke quasi ab, aber eben wenn nicht, dann breitet sich das Virus im Körper einfach aus. Gibt es eine Therapie gegen Masern? Es gibt gegen Masern überhaupt keine Therapie. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Also gegen Windpocken beispielsweise, was auch eine Viruserkrankung ist, da gibt es eine Therapie inzwischen. Aber gegen Masern und viele andere Viruserkrankungen gibt es keine Therapie. Und wenn ein abwehrgeschwächter Organismus, also ein Kind mit einer chronischen Erkrankung beispielsweise, nicht geimpft werden kann und somit ungeschützt ist und Masern bekommt, dann ist das fast ein Todesurteil. Ich habe das selten, aber einige Male erlebt bei Kindern mit bösartigen Erkrankungen, also unter Leukämie. Also ich kann Ihnen nur sagen, Respekt vor dieser Krankheit, innerhalb von wenigen Tagen waren alle Kinder tot. Auf den Plakaten ist überall zu lesen, dass Masern kein Kinderspiel sind. Das lässt schon vermuten, dass Komplikationen auftreten können. Was sind denn die typischen? Ja, ich glaube, dieser Werbeslogan spielt ein bisschen darauf an, dass Masern kein Kinderspiel sind, auf die sogenannten Masernpartys. Den Leuten, die ihre Kinder nicht gegen Masern impfen lassen wollen, fällt ja ein, dass sie ihr Kind dahin bringen, wo ein erkranktes Kind ist, damit es sich ansteckt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, das ist eigentlich fast ein Akt, der an Kindesmisshandlung grenzt. Denn, wie gesagt, Masern sind per se, wenn das so auch einfach nur unkompliziert verläuft, eine Krankheit, die das Kind richtig mitnimmt.
Masern induzieren einen Immundefekt. Das heißt also, die Abwehr wird geschwächt, vorübergehend. Die alten Ärzte wussten das früher, dass zum Beispiel Tuberkulose wieder aufbrechen konnte. Bei uns ist die Tuberkulose selten geworden. Aber gehen Sie mal in andere Teile der Welt, da ist das gang und gäbe. Und das ist also, wie gesagt, ein Grund, weshalb ich denke, dass wir uns impfen lassen sollten, um solchen Immundefekt nicht auftreten zu lassen. Aber der erklärt auch die Komplikationen. Da wäre beispielsweise die Mittelohrentzündung, die auftreten kann, aber auch die Masernpneumonie, also die Lungenentzündung, die auftreten kann. Das ist so relativ häufig, das liegt im Prozentbereich. 2 bis 5% der Masernerkrankten bekommen diese Komplikationen. Und dann als seltene Komplikation die Meningoenzephalitis oder Masernenzephalitis, also eine Hirnentzündung. Eine schwere Krankheit, die wirklich das Kind Wochen und Monate lang doch befällt, beziehungsweise es dauert, bis das Kind sich wieder davon erholt hat. Das macht man sich immer nicht klar. Also selbst wenn es wieder gesund ist, braucht es einfach eine Erholung, um wieder das Alte zu werden. Das tritt Gott sei Dank selten auf, aber immerhin 1 auf 1000 Fälle. In einer epidemischen Situation ist es plötzlich sehr viel. Und als weitere Komplikation ist die subakute sklerosierende Panenzephalitis zu nennen, abgekürzt SSPE, also eine Hirnentzündung, die nur bei etwa 1 auf 100.000 Fälle auftritt. Aber wenn man das ein paar Mal gesehen hat, und ich habe einige Fälle in 40 Jahren vielleicht eine Handvoll gesehen, dann muss ich ehrlich sagen, gehört diese Krankheit zu den schlimmsten, die ich überhaupt kenne. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kind, das macht im jungen Alter, sagen wir als Säugling oder Kleinkind, die Masern durch und ist fortan eigentlich der Sonnenschein der Familie, macht nur Freude, geht zur Schule, absolviert alles, ja, macht Sport, macht den Eltern nur Freude. Ungefähr 6 bis 8 bis 10 Jahre nach der Masernerkrankung mit einmal verliert es alle möglichen Fähigkeiten. Es kann nicht mehr Radfahren, es verwechselt Messer und Gabel, erkennt seine Eltern nicht mehr. Und innerhalb von wenigen Wochen wird aus diesem ehemals gesunden Kind ein dezerebriertes Wesen, was innerhalb von einem Jahr wahrscheinlich mit 90%iger Wahrscheinlichkeit tot ist. Und ich will da nicht Angst mitmachen, aber diese Fälle treten auf. Und was man sehr gut zeigen kann, ist, dass dort, wo konsequent geimpft wird, diese Fälle alle, also alles, was ich jetzt an Komplikationen gezählt habe, einschließlich der SSPE, nicht mehr auftreten. Also im Grunde genommen spricht alles für die Impfung und nichts dagegen. Ich möchte anmerken, dass die Impfung in Österreich kostenlos ist. Können Sie uns erklären, wann man sich impfen lassen soll und wie oft man sich impfen lassen soll? Also der Impfplan sieht vor, das am Ende des ersten Lebensjahres zu tun. Also mit Beginn des zweiten Lebensjahres sollte die erste Impfung erfolgen. Die zweite Impfung, die erfolgen sollte, ist dann etwa 3 bis 6 Monate danach vorgesehen. Früher hat man sie bei der Einschulung gemacht, gesehen, dass sie dann immer vergessen wurde. Und tatsächlich ist es so, dass die Zweitimpfung oftmals nicht durchgeführt wird. Die Erstimpfung in relativ hohem Prozentsatz, aber die Zweitimpfung wird oftmals einfach entweder vergessen oder nicht durchgeführt. Auf jeden Fall für den lebenslangen Schutz sind 2 Impfungen erforderlich. Und wenn man nicht weiß, ob man geimpft ist oder nicht, oder ob man die Masern durchgemacht hat oder nicht, dann kann man getestet werden, kriegt es darüber raus. Oder aber man lässt sich einfach impfen. Also damit macht man auch nichts falsch. Also gerade, denke ich, als angehende Ärztin oder Arzt sollte man wissen, ob man gegen Masern immun ist. Wer soll sich denn impfen lassen? Ja, eigentlich alle. Aber das Medizinalpersonal allen voran, und dazu zählen Ärzte und Schwestern. Und wenn Sie da genau hingucken, dann wird man sehen, dass es da große Lücken gibt. Lehrer zum Beispiel, genau dasselbe.
In Amerika ist es so, dass wenn Sie dort formulieren wollen, dann dürfen Sie das Krankenhaus überhaupt gar nicht betreten, bevor nicht Ihre Impftiter bestimmt worden sind. Da geht das dann mit einem Mal. Das ärgert mich immer fürchterlich. Aber auch hier bei uns werden Studenten eigentlich ausgeblendet aus diesem Impfprogramm. Also insofern sollte man von Seiten der Krankenhausträger wirklich darauf achten, dass an den Universitätskliniken die Studenten auch durchgeimpft sind. Impfgegner argumentieren immer, dass im Impfstoff zusätzliche Stoffe enthalten sind, die schädlich sind. Können Sie dazu Stellung nehmen? Ja, es ist so, dass jetzt in Bezug auf die Masernimpfung tatsächlich für die Haltbarkeit zum Beispiel Antibiotika zugesetzt werden. Ein Antibiotikum, was häufig verwendet wird, ist Neomycin. Das ist da mit drin. Aber ansonsten weiß ich von keinen anderen Begleitstoffen. Manchmal werden auch Zucker dazu getan, Sorbitol beispielsweise, auch Quecksilber in ganz geringen Mengen, aber das trifft hier auf den Masernimpfstoff sicherlich nicht zu. Ich denke, man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber man darf auch das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. An der Impfstoffherstellung hat sich in den letzten Jahrzehnten so viel verändert und verbessert, und das trifft auch auf die Masern-Mumps-Röteln-Impfung zu, dass man doch sagen muss, dass der Nutzen eindeutig vor den negativen Konsequenzen überwiegt. Gar keine Frage. Hat die Impfung Nebenwirkungen? Ja, Nebenwirkungen, die gewollt sind, sind zum Beispiel eine lokale Schwellung und Rötung der Impfstelle. Masern-Mumps-Röteln ist ja ein Lebendimpfstoff, der ruft eine bleibende T1-Antwort, also der T-Zellen, hervor. Erst in zweiter Linie natürlich auch die Bildung von Antikörpern. Aber die Nebenwirkungen können sich natürlich auch mit Fieber manifestieren, was bei der Masern-Mumps-Röteln-Impfung typischerweise etwa eine Woche nach der Impfung auftritt. Temperaturen von 38,5, in der Regel bleibt es dabei, subfebrile Temperaturen, aber es kann auch mal 39 werden oder auch vielleicht sogar mehr. In seltenen Fällen haben wir auch mit sogenannten Impfmasern zu rechnen. Das heißt also, dass sogar ein leichter Hautausschlag auftritt. Aber das zeigt im Grunde genommen nur, dass der Körper sich mit den Antigenen, die in dem Impfstoff enthalten sind, auseinandersetzt. Das ist nicht weiter schlimm. Und alle die gefürchteten Nebenwirkungen, die ich aufgezählt habe, also wie Lungenentzündung oder etwa Mittelohrentzündung oder die Enzephalitis, also die Hirnentzündung oder gar die SSPE, all das tritt durch die Impfung nicht auf, sondern wird verhindert. Ja, und insofern nochmal wieder ein ganz klares Ja zur Impfung. In den Dritte-Welt-Ländern führt Masern die Todesstatistik an. Können Sie das näher erklären? Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen in der Kombination mit Unterernährung und Vitaminmangelzuständen, also vor allen Dingen Vitamin A-Mangel, ist Masern die Todesursache Nummer eins unter Kindern in der Dritten Welt. Das muss man sich mal vor Augen führen. Es sind Tausende von Kindern, die täglich an Masern sterben. Und da haben Sie natürlich, kommen zwei Dinge zusammen. Es ist einmal der Immundefekt, den ich bereits erwähnt habe, und der Immundefekt, der eben durch Unterernährung und schlechte Vitaminisierung zustande kommt. Und das beides zusammen gibt dann Anlass, dass eben Infektionen den Organismus überrollen und die Kinder daran sterben. Das hat ja die WHO dazu veranlasst, eben eine Eradikationskampagne zu starten. Das heißt, die WHO hat das Ziel, die Masern von der Welt zu vertreiben. So wie die Pocken von der Welt verschwunden sind, sollen die Masern eben auch von der Welt verschwinden. Das ist insofern gut möglich, weil das Masernvirus ein wirklich nur humanpathogenes Virus ist. Das heißt, es befällt nur den Menschen. Nicht anders als andere Viren, beispielsweise Poliovirus, kann auch in Primaten auftreten.
Aber wie gesagt, weil das ein speziell menschenpathogenes Virus ist, kann man es auslöschen. Und insofern spielt die Herdenimmunität eine so große Rolle. Das heißt, wir werden immer eine bestimmte Anzahl Nicht-Geimpfter unter uns haben. Wir erwähnten schon die Kinder mit chronischen Erkrankungen und solchen mit Immundefekten. Das mögen 2,5% oder sowas ausmachen. Dann kommen vielleicht auch die echten Impfgegner, die sich überhaupt nicht überzeugen lassen. Insgesamt also 5%. Wenn wir 95% der Bevölkerung impfen, dann können wir die 5% Nicht-Geimpfte schützen, dadurch, dass das Virus sich in der Bevölkerung nicht ausdehnen kann. Und deswegen müssen wir die 95% erreichen. Und davon sind wir leider in Österreich weit entfernt, aber auch in anderen Ländern. Also glauben Sie nicht, dass es in Deutschland viel besser ist oder in Italien oder Frankreich oder wo auch immer. Zusammenfassend können wir sagen, dass aus dem Gesagten eigentlich alles für die Masernimpfung spricht. Einmal können wir die Krankheit mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindern, dass sie überhaupt ausbricht. Und wir können auf jeden Fall verhindern, dass Komplikationen auftreten, die genannten Lungenentzündung, Mittelohrentzündung, aber vor allen Dingen auch die schweren Hirnentzündungen, die eben nicht folgenlos ausheilen oder Residuen hinterlassen können. Also von daher spricht eigentlich alles für die Impfung. Das eine ist der individuelle Impfschutz. Der steht mal im Vordergrund, gar keine Frage. Aber wir sollten dabei auch nicht vergessen, dass es letztlich etwas gibt, was sozusagen die Allgemeinheit betrifft. Und ich hatte hingewiesen auf die Dritte Weltländer, wo eben in Kombination mit Unterernährung Masern Killer Nummer 1 sind. Also durch eine gute Durchimpfungsrate in unseren Ländern helfen wir gleichzeitig eben auch dort mit, dass die Masern zurückgedrängt werden und das Ziel der WHO näher rückt, die Masern eben ganz aus der Welt zu schaffen. Und vergessen Sie bitte eines nicht, es gibt kein Medikament gegen Masern. Wir haben überhaupt nichts, wir können nur Symptome behandeln, aber nicht gegen das Masernvirus. Es ist anders als bei Windpocken beispielsweise. Also es gibt nichts anderes und die Impfung ist einfach wie alle Impfungen eigentlich die beste Vorbeugungsmaßnahme, die wir gegen Krankheiten überhaupt haben. Also helfen Sie mit, indem Sie Ihre Kinder und sich selbst gegen Masern schützen, die weltweite Situation auch zu bessern. Herr Professor Gericke, vielen Dank für das gute Gespräch.